Strand, Meer und Kultur. Die Insel Usedom ist fern, aber auch nah genug für einen Tagesausflug, normalerweise. Aktuell können wir nur digital auf Reisen gehen. In Süd-Usedom die mondänen Seebäder mit ihrer beeindruckenden Bäderarchitektur und die Seebrücke Heringsdorf. Wer es ursprünglicher mag, kommt in der Mitte der Insel auf seine Kosten, zum Beispiel in Koserow. Der Maler Otto Niemeyer-Holstein lebte hier ab 1933 und baute sich an der schmalsten Stelle der Insel, ca. 300 Meter zwischen Ostsee und Achterwasser, ein Gehöft mit Atelier und kleinem Hafen. Er nannte diesen Ort Lüttenort. Heute ist sein Gehöft ein Museum. Otto Niemeyer-Holstein hat es 1931 entdeckt, dieses Grundstück mit dem Segelboot. Er kam von Berlin. Zusammen mit seiner Frau Anneliese und seinem Sohn Peter hat er im Sommer 1931 die Insel Usedom besegelt, aber eben vom Achterwasser aus, und hat eben aus dieser Perspektive die Insel kennengelernt und wollte eben aber während seiner Ferientage auch gerne mal zum Meer. Und deshalb steuerte er hier die schmalste Stelle der Insel an, weil hier erreicht man nach 300 Metern Fußweg dann schon die Ostsee. Es war der Wunsch von Otto Niemeyer-Holstein und seiner Frau. Schon 10 Jahre vor ihrem Tod haben sie testamentarisch verfügt, dass Haus und Anwese Museum werden sollen und dass alles so bleiben soll, wie es ist. Und glücklicherweise hat eben die DDR das auch wahrgenommen und hat ihm zugesichert, dass ein Museum entstehen wird. Otto Niemeyer starb im Februar 1984 und seine Frau im Oktober desselben Jahres. Und deshalb wurde das Testament dann schon sehr schnell wirksam. 1985 wurde das Haus dann als Museum eröffnet. Mit dem Stahnsdorfer Künstler Eberhard Trodler, der Niemeyer-Holstein persönlich kannte und ihn oft in Lüttenort besuchte, waren wir im vergangenen Jahr dort. Kennengelernt habe ich ihn zunächst durch seine Bilder. Er hatte in Rostock eine Ausstellung und ich war in Heiligendamm, habe da studiert, angewandte Kunst, und dachte, den Maler möchte ich kennenlernen und auch noch mehr von ihm sehen und hören. Habe mir die Adresse besorgt und habe ihm geschrieben. Es kam prompt eine Antwort, wirklich, ging ganz schnell. Freut mich. Ja, hat er geschrieben, und wir können uns in den nächsten Tagen treffen, bin ich öfter in meiner Ausstellung, oder sie kommt zu mir nach Usedom. Das war der Anfang von unserer Beziehung, die wirklich bis zu seinem Tod und wie man heute sieht, noch darüber hinaus hält.